Liebe Audience, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen zu einem Vortrag von Herrn Maximilian Frank zum Thema der digitalen Prüfung in Bayern. Ein Thema, das uns vom Hochschulforum Digitalisierung sehr bewegt. Deshalb sind wir sehr stolz, ihn gewinnen zu können. Und ich übergebe auch sofort das Wort. Nur der kleine Hinweis, wir werden am Ende gewiss Fragen Raum haben. Heben Sie sich die Fragen für das Ende auf und dann sammeln wir sie im Chat. Sie können die jederzeit dann schreiben und dann haben wir es alles on the point im Blick. Jetzt übergebe ich aber das Wort, ziehe mich zurück. Herr Frank, das Publikum gehört Ihnen. Besten Dank, Herr Rechtsee, für die einführenden Worte und willkommen allerseits zum Vortrag Digitale Prüfung in Bayern. Ich hoffe, man sieht die Folien. Falls man sie nicht sieht, bitte ich einen kurzen Hinweis aus der Technik, weil ich habe jetzt die Folien im Fullscreen und leider nicht die Teilnehmerinnen. Genau, vielleicht kurz zwei Sätze zu meiner Person. Mein Name ist Maximilian Frank. Ich war bis April 2021 drei Jahre lang tätig als Sprecher der Bayerischen Landesstudienvertretung, der LAG Bayern. Dementsprechend war ich auch so frei, das Logo hier auf der Präsentation mit aufzunehmen. Und bin auch gleichzeitig Mitglied im Beirat des Kompetenzzentrums für Fernprüfungen in Bayern. Habe selbst einen Bachelorabschluss in Psychologie an der LMU erworben und studiere aktuell im Masterstudiengang Human Factors an der Technischen Universität in München. Was wollen wir uns heute anschauen? Das Thema digitale Fernprüfung. Ich möchte zuerst vielleicht mit zwei Bildern beginnen zur Ausgangslage. Und zwar, was sehen wir hier? Ich glaube, allen vertraut, das ist das neue schöne Zeitalter der digitalen Lehre. Wir hatten natürlich durch die Pandemie eine ganz andere Erfordernis, wie wir Studium und Lehre ausgestalten, nachdem die Möglichkeit, sich breit in Präsenz zu treffen, einfach aufgrund der Rechtslage nicht mehr möglich war. Und wir dann ja ganz viele Konzepte von E-Learning bis Blended Learning, die Schlagworte werden Ihnen, glaube ich, als Vertraute mit dem Bereich hochschuldidaktisch alle etwas sagen. Da wird ja ganz viel vorangebracht, ganz viel experimentiert, ganz viel umgesetzt. Aber, und das ist, glaube ich, was, das ist dann auch der Fokus vom heutigen Vortrag, es ging ja nicht nur darum, wie machen wir das E-Learning zu Hause am Rechner, sondern es ging auch darum, wie gehen wir letztendlich mit dem Hörsaal um und wie gehen wir mit dem Hörsaal um in einer ganz besonderen Frage, in der Frage, wenn wir prüfen. Also wenn wir nicht nur über das Semester Lehrinhalte vermitteln, sondern am Ende auch fragen, wie kommen die Personen zu ihren ECTS-Punkten, wie wird die Prüfungsleistung abgenommen. Und hier sieht man es schon ganz schön auf dem Bild, da ist ganz viel Platz im Hörsaal. Und wo kommt der Platz her? Der Platz kommt her, dass wir natürlich nicht nur die Maskenpflicht haben, sondern dass wir auch ein Abstandsgebot haben von den 1,5, je nach Landesgesetz teilweise auch 2 Meter. Und da kann es dann mal ganz schnell passieren, dass Zahlen von 800 bis 1000 Personen, die in ein Auditorium Maximum normalerweise passen, wo man dann so Klassikerklausuren wie PWL 1 oder 2 oder Maschinenlehre schreibt, dass man da dann vielleicht nur noch 150 bis 200 Personen unterbringen kann, um überhaupt eine Präsenzprüfung abzunehmen. Und das hat natürlich die Hochschulen vor ganz massive Herausforderungen gestellt, wenn man jetzt nicht sagen möchte, großflächig fallen alle Prüfungen aus und ihr könnt dann in 2 Jahren euer Studium fortsetzen. Und damit sind wir auch schon mitten im Thema, wie man natürlich digitale Prüfungen auch rechtssicher ermöglicht. Und genau, das soll jetzt der Vortrag im Folgenden ausführen. Vielleicht zu Beginn ein bisschen der zeitliche Verlauf, der richtet sich jetzt natürlich aus nach den Zeitstempeln in Bayern, die werden in anderen Bundesländern etwas ähnlich sein, aber ich sage mal, der allgemeine Pandemie-Hintergrund, der ist natürlich universell und entsprechend vergleichbar. Wir hatten im März 2020 die ersten Hochschulschließungen, also wo dann wirklich auch die Prämisse ausgegeben wurde, ihr dürft nicht mehr auf den Campus kommen, der Zutritt ist nur noch für Mitarbeiter oder Professoren möglich und die Lehre findet entsprechend digital statt. Man muss auch sagen, das hat nicht nur bei den Studierenden zu entsprechender Unsicherheit geführt, sondern auch bei den Dozierenden, weil eben die Lehre ja sehr schlagartig umgestellt wurde und die Erfahrung mit E-Learning bei den Dozierenden vorher, sage ich mal, eher auf einem freiwilligen Niveau ausgeprägt war. Also manche haben sich da schon sehr eingebracht, andere hatten dann auch gar keinen Schritt hinzu. Das ging so weit, vielleicht darf man diese Anekdote noch erzählen, dass es auch ein Schreiben vom Bayerischen Wissenschaftsministerium gab an die Hochschulen, in dem darauf hingewiesen wurde, dass die Dienstpflicht eines Professors auch zu erfüllen ist im Kontext von digitaler Lehre. Das heißt zu sagen, ich bin in den 70ern in den Hörsaal gekommen und diesen Hörsaal werde ich nur verlassen in den Ruhestand und außerhalb dessen halte ich keine Lehre, das ist nicht zulässig, sondern auch im Digitalen gilt die Dienstverpflichtung, was vielleicht aber auch zeigt, dass bei manchen Personen da gewisse Beharrungskräfte bestanden. Im Juni 2020 gab es die erste Änderung des Bayerischen Hochschulgesetzes, ich sage mal im Volksmund ein bisschen vereinfacht genannt Corona-Eilgesetz 1. Und das hat 2 Dinge gemacht. Es hat einerseits den Artikel 61 eingeführt, zu dem wir gleich nachher noch in ausführlicher Form kommen. Und es hat aufgrund ja der Auswirkungen der Pandemie die Regelstudienzeit für das Sommersemester 20 verlängert, um eben auch prüfungsrechtliche Nachteile zu kompensieren.
Im September 2020 wurde die Bayerische Fernprüfungsverordnung, wunderbares Kunstwort, kurz auch BAIFEF, in dem Namen werden wir es, glaube ich, jetzt belassen, ansonsten ist es ein bisschen ein Zungenbrecher, wurde erlassen, zu der wir dann nachher noch ausführlich kommen. Und es gab auch im November 2020, das frage ich natürlich noch nach, die Einrichtung von 2 Kompetenzzentren für Fernprüfungen an den Unis und den Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Im März 2021, und dann sind wir so langsam in diesem Jahr angekommen, gab es eine weitere Änderung des Bayerischen Hochschulgesetzes, das sogenannte Corona-Eilgesetz 2. Das hat jetzt im Bereich der Fernprüfung nichts Neues hinzugefügt, war aber aus Sicht der Studenten auch eminent wichtig, weil es die Regelstudienzeit rückwirkend für das Wintersemester 2021 und das Sommersemester 2021, was dann noch kam, ebenfalls auch verlängerte. Das heißt, wir hatten in Bayern insgesamt 3 Semester Verlängerung der Regelstudienzeit auf Landesebene, was insofern wichtig ist, weil vorher einzelne Hochschulen bereit gewesen wären, das an ihrer Hochschule durch Senatsbeschluss durchzusetzen. Aber einzelne Hochschulen haben auch gesagt, wir sehen dafür keine Notwendigkeit. Und dadurch, dass es eben ein Landesgesetz war, war das für alle entsprechend vorgeschrieben. Kommen wir nun ein wenig weg von der Regelstudienzeit hin zum rechtlichen Rahmen. Da habe ich Ihnen jetzt mitgebracht, der besagte Artikel 61 aus dem Bayerischen Hochschulgesetz, der eben im Juni 2020 eingeführt wurde. Und zwar heißt es da, zur Erprobung neuer und effizienter Prüfungsmodelle kann das Staatsministerium durch Rechtsverordnung vorsehen, dass Prüfungen, die ihrer Natur nach dafür geeignet sind, in elektronischer Form und ohne die Verpflichtung durchgeführt werden können, persönlich in einem vorgegebenen Prüfungsraum anwesend zu sein. Und in der Rechtsverordnung sind dann entsprechend insbesondere Bestimmungen zu treffen zu folgenden Punkten: zum Datenschutz, zur Erbringung der Leistungssicherung, zur eindeutigen Authentifizierung und zur Verhinderung von Täuschungshandlungen und zum Umgang mit technischen Problemen. Das heißt, das ist das, was im Artikel 61 im Gesetz steht, wo sozusagen das erste Mal Fernprüfung, ohne dass der Begriff dort fällt, das erste Mal ausgeführt werden. Und wir sehen auch 5 Dinge, die dann in der Rechtsverordnung zu behandeln sind. Die Rechtsverordnung, wie gesagt, ist die BAIFEF, auf die wir dann gleich noch kommen werden. Auch interessant in dieser Hochschulgesetzesänderung wurde nicht nur der Artikel 61 erweitert, sondern es gab auch einen Artikel 106a, der ein bisschen abschreckend heißt, Einschränkung von Grundrechten. Der liest sich wie folgt: Aufgrund dieses Gesetzes kann das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung, Artikel 13 des Grundgesetzes und Artikel 106 Absatz 3 der Bayerischen Verfassung, eingeschränkt werden. Woher kommt das jetzt? Das kommt natürlich daher, dass, wenn ich eine digitale Prüfung durchführe, ich auch eine Art der Prüfungsaufsicht brauche und die wird entsprechend meistens über die Webcam des Laptops realisiert, wie wir hier auch heute über die Webcam vortragen. Und wo trägt man meistens vor? In seiner Wohnung. Ich habe heute die Ehre, in einem Hotel vorzutragen. Dementsprechend sehen Sie diesen netten, real animierten Hintergrund mit den Flammen. Ich hoffe, das sehen Sie mir nach. Ansonsten macht der Student natürlich, der an seiner digitalen Prüfung teilnimmt, das in der Regel in seiner Wohnung. Die ist grundgesetzlich geschützt und damit muss ich sozusagen einen Ausnahmebestand schaffen, um Fernprüfungen überhaupt durchführen zu können. Wichtig ist da, und das ist auch was sozusagen ja ein bisschen zu rechtlichen Diskussionen im Hintergrund geführt hat, ist, dass wir beim Bereich der Grundrechtseinschränkung, dass das so weitgehend ist, der Name Grundrechte legt es ja auch schon nahe, dass das nichts ist, was einfach mal eine einzelne Hochschule in ihrer Satzung festlegen kann und sagen kann, ja, wir führen jetzt Fernprüfungen durch, weil wir haben ja Pandemie, sondern da gilt nach der sogenannten Wesentlichkeitstheorie, das heißt, im Bereich der Grundrechte muss der Gesetzgeber selbst aktiv werden und darf da den Vollzug nicht nur der Exekutive überlassen, ein Parlamentsvorbehalt. Dementsprechend müssen Landesparlamente über solche Änderungen abstimmen und eben die hochschuleigenen Regelungen für digitale Prüfungen sind nicht rechtlich ausreichend, um die rechtssicher einzuführen. Da gibt es auch ein entsprechendes Gutachten des Bayerischen Landesdatenschutzbeauftragten und daraus ergab sich dann auch die Haltung vom Ministerium, dass man gesagt hat, okay, wir brauchen eine Gesetzesänderung und das war dann eben das Corona-Eilgesetz 1 und das wurde dann beschlossen im Juni 2022 eben durch den Bayerischen Landtag. Wir sehen es auch hier nochmal auf der Folie. Wir haben, wie gesagt, damit diese 3 Ebenen. Wir haben einerseits das Gesetz. Danach haben wir die Verordnung, die da drunter steht und die 5 Punkte, die im Gesetz stehen, ausdefiniert. Und wir haben natürlich dazu noch eigene Regelungen an den Hochschulen, die in den Studienordnungen oder manchmal gibt es auch eine sogenannte ABSO, eine allgemeine Studien- und Prüfungsordnung, die sozusagen für alle Studiengänge der jeweiligen Hochschule maßgeblich ist. Dort können natürlich dann noch weitere Spezifika ausdefiniert werden. In Bayern ist es, wie gesagt, auf Ebene des Hochschulgesetzes, der Artikel 61 und der 106a. Die Verordnung ist eben die Bayerische Fernprüfungserprobungsverordnung. Und die Studienordnungen sind dann entsprechend wieder hochschulspezifisch. Und das ist sozusagen der rechtliche Aufbau des ganzen Themas der Fernprüfung. Kommen wir jetzt zur Fernprüfungserprobungsverordnung. Was sind dort relevante Inhalte? Ich habe es natürlich nicht alle genannt, aber ich sage mal aus meiner Sicht die jeweiligen wichtigsten. Einerseits natürlich, dass auch der Einsatz einer Fernprüfung kommuniziert werden muss. Und zwar ist die Sollregelung oder die Standardregelung, dass zu Beginn der Veranstaltung darauf hingewiesen wird, dass man eben vorhat, diese Prüfung als Fernprüfung durchzuführen am Ende des jeweiligen Semesters. Es wird auch eine Verankerung von Übungsklausuren angeführt. Das heißt, die Studierenden sollen sich vertraut machen mit dem entsprechenden Prüfungssystem, damit sie da die ersten Erfahrungen mitsammeln können, eben in einem unbenoteten Kontext.
Wir haben eine starke Stellung des Datenschutzes und der IT-Sicherheit. Das ist auch das erste Mal, dass eine Rechtsverordnung zum Thema Fernprüfung wirklich definiert, dass die eingesetzte Software letztendlich das Kommunikationssystem des Studierenden, also praktischer gesagt den Laptop, nicht kompromittieren darf und dass das quasi den weiteren Datenverkehr auch außerhalb von der Prüfungssituation nicht beeinflussen darf. In der Praxis folgt daraus dann sozusagen die Schlussfolgerung, dass man auch die Software wieder vollständig deinstallieren muss, die man sich sozusagen für eine Prüfungssituation auf den Rechner zieht. Und es sind Regelungen zur Authentifizierung des Studierenden zu treffen und natürlich sicherzustellen, dass die Person, die vor der Kamera sitzt, auch der Student ist, der aktuell für die Prüfung angemeldet ist und die entsprechend ablegen möchte. Es wird die Videoaufsicht bei Fernklausuren definiert. Ich hatte schon gesagt, die Kontrolle per Webcam ist sozusagen ja der Standard sowohl zur Authentifizierung als auch zur Prüfungsaufsicht. Was auch wichtig ist, ist das sogenannte Room Scans. Das ist etwas, was Softwareanbieter für Fernprüfung, unter anderem auch Proctorio, durchaus in ihrem Leistungsangebot haben, um eben Unterschleif zu verhindern. Und das darf man sich so vorstellen, dass man dann nicht nur vor der Webcam sitzt und überwacht wird oder kontrolliert wird durch die Prüfungsaufsicht, sondern dass man vorher seinen Laptop letztendlich einmal komplett im Raum schwenkt, um eine 360-Grad-Ansicht zu erhalten, um sozusagen so Dinge zu verhindern, dass hinter der Wand jetzt jemand steckt, der dann einem die Lösung zuflüstert. Und damit wird natürlich, da sind wir wieder beim Bereich der Unverletzlichkeit der Wohnung, noch viel mehr von der Privatsphäre preisgegeben, dass das etwas ist, was die Verordnung eben als Kontrollmöglichkeit explizit ausgeschlossen hat, während es aber technisch durchaus möglich ist und auch im Angebot von kommerziell erhältlicher Prüfungssoftware mit inbegriffen ist. Und es wurde, komme ich nachher nochmal detaillierter drauf zu sprechen, auch eine Wahlfreiheit im Bereich der Prüfungsformen im Paragraph 8 verankert. Gut, kommt hier sogar schon die Wahlfreiheit, also direkt in medias res. Auch hier nochmal das Zitat. Die Teilnahme an elektronischen Fernprüfungen erfolgt auf freiwilliger Basis. Die Freiwilligkeit der Teilnahme ist grundsätzlich auch dadurch sicherzustellen, dass eine termingleiche Präsenzprüfung als Alternative angeboten wird. Termingleich sind Prüfungen, die innerhalb desselben Prüfungszeitraums unter strenger Beachtung der Grundsätze der Chancengleichheit stattfinden. Das heißt, wir haben hier zwei Dinge. Einerseits die sehr, sehr wesentliche Regelung, dass eben die Teilnahme an einer Fernprüfung freiwillig zu erfolgen hat. Ich muss dort explizit drin einwilligen. Und dass, um diese Freiwilligkeit auch sicherzustellen, ich natürlich auch eine Alternative benötige. Wenn ein Student in einer gewissen Zeit sein Studium durch den Erwerb von ECTS-Punkten abschließen muss und er nicht die Möglichkeit hat, eine andere Prüfungsform zu nehmen, dann ist natürlich die Teilnahme an einer Fernprüfung als einzige Option doch quasi ein Zwang und dementsprechend die Idee der Präsenzprüfung. Es wird auch darauf hingewiesen, termingleich, ist vielleicht ein bisschen missverständlich sogar, heißt natürlich nicht jetzt am gleichen Tag, zur gleichen Uhrzeit, sondern im selben Prüfungszeitraum. Ich sage mal in der Umsetzung, aber dennoch natürlich meistens zeitnah, weil man ja auch weiß, dass durchaus Studierende sich über Prüfungsaufgaben austauschen und das auch zu Fragen, deswegen steht da der Begriff der Chancengleichheit nochmal, zu Fragen der Gerechtigkeit führen kann, wenn natürlich am Anfang der Prüfungsphase die E-Prüfung stattfindet, die digitale Prüfung und dann 2 Monate später die schriftliche und man bis dahin sich schon zu den Aufgaben ausgetauscht hat oder die Aufgaben eben nicht rotiert werden, sodass es neue sind. Wichtig ist auch nochmal der folgende Paragraphen, da sieht man auch einfach den pandemisch bedingten Hintergrund des ganzen Themas der Fernprüfung. Soll die elektronische Fernprüfung angeboten werden, stellen die Hochschulen fest, ob und für wie viele Studierende eine Präsenzprüfung unter Achtung der jeweils geltenden infektionsschutzrechtlichen Vorgaben und Empfehlungen angeboten werden kann. Kann eine Präsenzprüfung nicht durchgeführt werden oder melden sich zu viele Studierende für die Alternative an, können die Hochschulen Studierende auf den vorsätzlich nächsten möglichen Prüfungstermin verweisen. Prüfungsrechtliche Nachteile dürfen dadurch nicht entstehen. Heißt letztendlich, wir haben oben das Gebot einer termingleichen Präsenzprüfung. Wenn das aber einfach nicht abbildbar ist, weil eben die Hörsäle keine Kapazitäten aufweisen, dann kann man die Studierenden, die eben keine E-Prüfung wählen wollen oder keine Fernprüfung, auch auf den nächsten Prüfungszeitraum, idealerweise dann den nächsten Semester, vertrösten. Aber, und das ist sehr wichtig und das ist auch durchaus eine Regelung, die daher noch nachher aufgenommen wurde im Rahmen der Erarbeitung der Verordnung, dass eben daraus keine prüfungsrechtlichen Nachteile entstehen dürfen. Also dadurch würde ja ein Zeitverzug entstehen, wenn ich eben im einen Semester keine Präsenzprüfung als Alternative habe, aber im nächsten, dann studiere ich länger. Wir haben gleichzeitig Fristen für die Maximalstudienzeit, die sind dann an der Stelle natürlich anzupassen, weil es ja ein unverschuldetes Nicht-Ablegen der Prüfung zu einem früheren Termin ist, weil es eben keine Alternative gab und dementsprechend muss auch hier immer die Nachteilsvermeidung für Studierende im Vordergrund stehen. Vielleicht hier noch 2 Punkte, das doppelt sich jetzt oder ähnelt sich jetzt zu einzelnen Sachen, die ich schon ausgeführt habe. Wir haben als Landesstudierendenvertretung in Bayern, der sogenannten LAK Bayern, das ist eben der Zusammenschluss aller Einzelstudierendenvertretungen an den Hochschulen, da wird sich einmal im Monat getroffen und eben die hochschulpolitische Arbeit auf Landesebene koordiniert. Haben wir auch im Rahmen der Verbändestellungnahme sowohl zum Gesetz als auch zu der Verordnung Stellung genommen und das auch intensiv mit dem Ministerium besprochen. Die Punkte, die uns dabei besonders wichtig waren, ist eben, dass wir die zentrale Forderung nach einer Verankerung der Wahlfreiheit durch die eben gezeigten Paragraphen, dass das eben umgesetzt wurde. Gleichzeitig, dass auch der Einsatz von Fernprüfung proaktiv kommuniziert wird durch eben die Bekanntgabe zu Veranstaltungsbeginn und das Angebot von
Übungsklausuren, damit man sich mit dem System vertraut machen kann. Was uns auch sehr wichtig war und was es auch in die Umsetzung im Gesetz jetzt wiederum geschafft hat, ist, dass die Fernprüfungserprobungsverordnung nach 4 Jahren evaluiert wird. Das heißt, man wird die bisherige Erfahrung sammeln, wird schauen, was hat gut geklappt, was hat nicht geklappt, wo besteht Nachsteuerungsbedarf. Und das, natürlich können Gesetze immer evaluiert und verbessert werden, aber es hat schon nochmal eine stärkere Dringlichkeit, wenn das eben explizit im Gesetz festgeschrieben wird, dass das sozusagen auf den Prüfstand gestellt wird und man dann natürlich auch schaut, welche Verbesserungen eben sinnfällig sind. Was uns auch sehr freut, ist, dass die BAIEF, ich glaube, insgesamt 12 oder 13 Paragraphen, man mag mich jetzt nicht darauf festnageln, aber sie hat durchaus einen detaillierten Regelungscharakter in Zusammenarbeit mit dem Gesetz. Das heißt, es ist juristisch detailliert, auch handlungsleitend und sorgt dafür, und das ist auch etwas, was wir vorher schon als Gefahr gesehen haben, dass eben kein Wildwuchs von digitalen Prüfungen an den Hochschulen entsteht. In der Phase, wo nicht ganz klar war, ob man dafür eine hochschulrechtliche Grundlage bedarf, ich habe das ja ausgeführt mit der Stellungnahme des Datenschutzbeauftragten, gab es durchaus einen Moment, in dem viele Hochschulen selbst an Rechtsordnung für Fernprüfungen gebastelt haben, die dann in den jeweiligen Hochschulsenaten zu behandeln und zu beschließen sind. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass einzelne Hochschulen sehr strikte Regeln wahrnehmen, manche Hochschulen liberalere. Und das ist auch im Sinne eines landesweiten, gleichen, fairen Studiums nicht zielführend, sodass wir sehr froh sind, dass der Gesetzgeber beim Thema der Fernprüfung normierend tätig geworden ist. Wir würden es auch mal so bezeichnen, das haben wir auch gegenüber dem Ministerium in der Pressemitteilung gewählt, die Formulierung, das ist eine Verordnung mit Maß und Mitte. Ich sage dazu immer gerne das Vergleich auch in einer analogen Prüfungssituation, also im Hörsaal ist es ja auch nicht so, dass hinter jedem Student ein Dozent steht, der ihm die ganze Zeit aufs Blatt und über die Schulter schaut, damit kein Unterschleif besteht, sondern wir haben eine Prüfungsaufsicht im Raum, um Unterschleif zu verhindern und der wird entsprechend natürlich auch verfolgt, aber wir haben keine totale Überwachung des gläsernen Studenten. Jetzt sind wir natürlich im Bereich der Fernprüfung, da haben wir technisch ganz andere Möglichkeiten, was eben den Eingriff in IT-Systeme, Webcam-Überwachung, Audio-Überwachung betrifft und da kann es jetzt nicht das Ziel sein, einfach die maximal technisch möglichste Prüfungskontrolle aufzufahren, was wie gesagt von den Anbietern durchaus angeboten wird. Also die werben natürlich gegenüber den Hochschulen mit, diese Kontrollmöglichkeiten haben wir, das bieten wir an, das ist unsere Software beinhaltet und ich habe das jetzt mir hier so genannt, wir sind einfach ganz froh, dass dadurch verhindert wurde in der Fernprüfungserprobungsverordnung, dass eben keine technische Eskalationsspirale in der Prüfungsüberwachung, ich sag mal eine Art Wettrüsten in Gang gesetzt wird. Vielleicht auch nochmal einen Überblick, um so ein bisschen vom Juristischen zu kommen zum eher Pragmatischen. Wie kann man überhaupt digitale Prüfungen umsetzen? Da gibt es verschiedene Ansätze. Die Aufzählung jetzt hier ist auch nicht abschließend. Da gibt es noch ein paar mehr, aber mal so eine grobe Orientierung zum Vornehmen. Es gibt natürlich die klassischen Videokonferenzsysteme, Zoom, BigBlueButton, das System heute, was wir einsetzen, zum Austausch. Und dort kann ich natürlich eine mündliche Prüfung abnehmen. Damit habe ich aber auch die Notwendigkeit einer persönlichen Aufsicht. Der Dozent quasi führt ja das Gespräch und ist damit gleichzeitig die Prüfungsaufsicht und es ist entsprechend enorm zeitaufwendig. Eine betriebswirtschaftlich 1-Klausur, die als Schriftklausur verfasst ist mit 10.000 Prüflingen, mit 1.000 Prüflingen, 10.000 dann doch etwas hochgegriffen, das wird natürlich kein Mensch als mündliche Prüfung über das Videosystem abbilden. Das ist einfach nicht durchführbar. Wir haben auch sogenannte Live-Proctoring-Systeme, wo eben das auch digital durchgeführt wird, aber wo das Proctoring nicht der direkte Dozent macht, sondern auch teilweise ja Dienstleister zum Einsatz kommen, die dann eine Prüfungsaufsicht bereitstellen. Dementsprechend haben wir auch, also das skaliert besser als die direkte Videokonferenzsysteme der mündlichen Prüfung, aber wir haben natürlich trotzdem einen großen Personalaufwand, es ist entsprechend teuer, aber wir haben eine geringe Datennutzung, weil beispielsweise die Personen sich nur in das Videosystem einwählen müssen und man dann sozusagen durch das direkte Gegenüber und den menschlichen Kontakt natürlich feststellen kann, wer ist der Student, man zeigt dann seinen Studentenausweis, ist authentifiziert und es wird auch nicht dauerhaft entsprechend gespeichert. Dann gibt es Systeme zum sogenannten vollautomatischen Proctoring, die jetzt hier auch mal beispielhaft genannt sind. Da kommt dann auch eine sogenannte automatisierte Aufsicht zum Einsatz. Das heißt, da sitzt dann kein Mensch mehr auf der anderen Seite der Datenleitung, sondern es wird aufgezeichnet und mit entsprechenden Algorithmen und teilweise auch zumindest laut Herstellerangaben unter dem Einsatz künstlicher Intelligenz wird dann sozusagen das aufgezeichnete Verhalten des Studenten kategorisiert nach war auffällig, war unauffällig. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit hier partout links an die Ecke schaue, könnte man dort vermuten, dass ich da nicht die Spickzettel für den Vortrag, sondern die Prüfungsaufgaben verborgen habe. Wichtig ist, das muss man dazu aber auch sagen, dass das jetzt nicht zu einer Übersteuerung führt. Das Tool trifft keine Entscheidung und sagt dann, dieser Student hat einen Prüfungsbetrugsversuch unternommen, sondern das Tool markiert gewisse Stellen in der Videoaufzeichnung und sagt, diese könnten auf seltsames Verhalten aufzeigen. Lieber Dozent, du musst das jetzt kontrollieren, ob das aus deiner Sicht ein Unterschleifversuch ist. Dennoch, sieht man natürlich auch schon in der Ausführung, wird ja damit der Videostream gespeichert, wird analysiert, wird aufbereitet. Das heißt, dort haben wir einfach eine ganz andere datenschutzrechtliche Relevanz, weil auch viel mehr Daten erhoben und gespeichert werden. Dafür skalieren die Systeme gut, auch bei großer Personenanzahl. Damit sind wir wieder beim Bereich BWL Klausur 1. Aber wir haben eben eine höhere Datennutzung.
Und was man insgesamt an dieser Auflistung sieht, sind eigentlich zwei Tendenzen. Und zwar, dass mit sozusagen der Ausgefeiltheit des Proctoring-Systems steigt der Datenbedarf und damit natürlich auch die datenschutzrechtliche Relevanz, wie mit den Daten umgegangen wird, wo sie gespeichert werden etc. Ist der Datenspeicherort in Deutschland, in der EU, ist er sogar in den USA. Ich kann an der Stelle schon sagen, die meisten Proctoring-Systeme haben mittlerweile auch Datenserver in der EU, einfach aufgrund, um die datenschutzrechtliche Problematik mit der Speicherung außerhalb der Union zu vermeiden. Aber es steigen damit auch die Einsatzmöglichkeiten. Und damit sind wir natürlich genau in diesem Spannungsfeld. Die Hochschulen haben ein Interesse daran, E-Prüfungen möglichst flexibel und in großer Zahl einzusetzen. Aus Sicht des Datenschutzes wird damit aber die Speicherung, wird das Thema immer relevanter. Und man muss natürlich auch schauen, dass diese beiden Anforderungen in Einklang gebracht werden. Um das vielleicht auch nochmal ganz praktisch zu zeigen, wie sieht das dann aus? Das ist jetzt hier ein Ausschnitt aus der genannten Software Proctorio von dem Anbieter. Da sehen Sie hier links die verschiedenen Aufnahmeoptionen. Was wird gespeichert? Beispielsweise das Video, das Audio, es wird der Bildschirm mitgeschnitten, auch der Web-Traffic. Es kann beispielsweise sein, dass man eine Klausur hat, die Open Book ist, wo man dann theoretisch auch recherchieren darf. Dann wird dann geschaut, wo wird recherchiert, dass man eben sich nicht in einem Forum dann mit anderen über die Prüfungsaufgaben austauscht, sondern wirklich nur Rechercheseiten benutzt. Es können Dinge gesperrt werden, also das muss man vielleicht auch noch kurz was insofern sagen, dadurch, dass diese Systeme zur Prüfungskontrolle auch wirklich Funktionen des PCs unterbinden können, müssen sie sich auch sehr tief, ich bin jetzt kein IT-Fachmann, aber das kann man so auf der Ebene schon sagen, sehr tief in das System einklinken. Also wenn Sie eine Software installieren, die Ihnen beispielsweise das Drucken verbietet oder den Zugriff auf einen neuen Tab, dann muss die Software natürlich gewisse Regelungen des Betriebssystems oder des verwendeten Browsers überschreiben können, um Ihnen genau diese Funktion, die Sie ansonsten standardmäßig nutzen, eben zu verbieten. Und damit sind diese Softwares auch in der Software, die zu Einsatz kommen, in der Regel, müssen tief im System verankert werden, um eben solche Sperroptionen auch anbieten zu können. Auf der anderen Seite dann die Verifizierungsoptionen, also wie wird beispielsweise festgestellt, dass der Student auch der Student ist, meistens, wie gesagt, über das Video und dann hält man auch seinen Studentenausweis dann ein. Und es gibt auch gewisse Tools, da gehen wir jetzt wieder so ein bisschen in den Bereich der Didaktik, sozusagen, dass ein digitaler Taschenrechner angeboten wird oder ein Whiteboard oder es gibt Unterstützung bei beispielsweise Programmierungsaufgaben. Man muss dazu sagen, die meisten dieser Proctoring-Systeme bilden jetzt gar nicht die eigentliche Prüfung ab, sondern bilden wie so eine Art, ich sag mal, Sandbox, einen Sandkasten, in dem die Prüfung stattfindet. Und die eigentliche E-Prüfung findet dann meistens statt in einer Lernplattform der Hochschule. Also die beiden bekanntesten, das wird Ihnen sicherlich was sagen, ist Moodle als Open-Source-Software oder auch Ilias findet manchmal Anwendung. Und an der TU München ist es beispielsweise so, dass die Prüfung in Moodle angelegt wird und in dem Moodle letztendlich auch das Proctorio mit eingebunden ist, was ich dann gleichzeitig noch mit einem Plugin auf meinem PC installieren muss. Und so sind dann ist die Abwicklung der Fragen, wie gesagt, im Moodle und die Prüfungsaufsicht und die Kontrolle wird bereitgestellt durch die Software Proctorio. Da ist sogar eine Animation gerade schiefgegangen, ich bitte es zu entschuldigen. Ein paar Chancen und Herausforderungen, um diese nochmal zu benennen. Wir haben natürlich eine räumliche und zeitliche Flexibilität. Also das ist ganz klar, ich muss nicht mehr zwingend zu einer Uhrzeit in einem Zeitraum sitzen. Man kann theoretisch auch sagen, die Prüfung ist so und so lang geöffnet, wenn es beispielsweise eine Prüfung ist, wo ich jetzt auch freie Aufgaben bearbeite, also wo ich ein Essay schreiben muss und jetzt nicht sagen muss, hier sind folgende Multiple-Choice-Fragen, die am Stück beantwortet werden. Ich kann, und das ist definitiv nicht zu unterschätzen, das kommt jetzt hier in diesem Vortrag nur so am Rande vor, weil der Schwerpunkt eben rechtlicher ist und kein hochschuldidaktischer, aber ich kann ganz neue Aufgabentypen auch umsetzen, beispielsweise in Moodle Programmieraufgaben, wo ich eben, also es ist immer ein Thema in der Informatik, dass ich natürlich schlecht meinen Programmiercode auf ein Blatt schreiben kann, sondern das ist etwas, das mache ich in der Kommandozeile mit entsprechendem Feedback, wenn ich eine Aufgabe lösen soll, das ist dadurch besser möglich. Ich kann beispielsweise Multiple-Choice-Aufgaben machen zu verschiedenen Themen in randomisierter Reihenfolge. Das sind jetzt meistens eher Funktionen, muss man dazu sagen, die werden dann nicht bereitgestellt durch das Proctoring-Tool, sondern eben durch die Lernplattform. Aber dadurch, dass ich in dieser Lernplattform auch gleich prüfen kann, kann ich damit natürlich dann auch keine Klausur anbieten und eben nicht nur eine freiwillige Übungsleistung oder eine Lernstandskontrolle, die ja ich auch vorher schon im Moodle machen konnte, die dann aber eben keinen Prüfungscharakter hat. Ich kann auch es gibt neue Möglichkeiten zur Unterstützung von Studierenden mit Einschränkungen, sei es jetzt beispielsweise zu Sehschwächen oder zu körperlichen Einschränkungen. Also das sind einfach Dinge, die haben didaktischen Vorteil im Vergleich zu einer klassischen Präsenzklausur. Es gibt auch Personen, da kenne ich jetzt selbst keine Studien, das wäre vielleicht auch etwas, was mal interessant wäre, das wirklich mal mit Experimenten nachzuvollziehen. Es gibt auch die Annahme, dass vielleicht Personen, die unter Prüfungsangst leiden, dass die sich in einer digitalen Prüfung durchaus wohler fühlen, weil sie eben im vertrauten Umfeld stattfinden. Also ich muss für mich sagen, ich hatte es immer sehr gefreut, in den Hörsaal zu kommen. Das schafft dann nochmal einen eigenen Konzentrationsboost und eine gewisse Ernsthaftigkeit für das Klima. Aber es ist durchaus auch naheliegend zu sagen, wenn jemand chronische Prüfungsangst hat, dass er dann eine Prüfung in seinen eigenen vier Wänden besser findet. Und damit ist natürlich auch ein Vorteil von einer digitalen Prüfung beschrieben.
Und wir haben auch also ein bisschen ein Appeal, ich nenne es jetzt mal zeitgemäße moderne Prüfungsform, wenn wir schon E-Learning breit gewohnt sind, Vorlesungsaufzeichnung, asynchrone Lehre, fragen sich Studenten manchmal auch schon, warum muss ich dann für die Prüfung immer in den Hörsaal und kann die nicht vom Tablet vielleicht von meinem heimischen Sofa aus machen. Und ich habe noch eine Chance vergessen, natürlich auch aus Sicht der Studierenden, die Nutzung von teilautomatisierter Korrektur, beispielsweise bei Multiple-Choice-Aufgaben, wo es sozusagen vorher bekannt ist, was richtige und was falsche Antworten sind, habe ich natürlich auch einen Vorteil, wenn ich damit einfach durch das System unterstützt werde. Das ist meistens dann auch eher eine Funktion der Lernplattform und weniger der Proctoring-Software. Dann geht es auch einfach schneller, entsprechende Prüfungen zu kontrollieren. Herausforderungen. Einige davon Ihnen sind, glaube ich, jetzt schon bekannt durch den Vortrag an sich. Trotzdem möchte ich sie nochmal kurz auflisten. Einhaltung des Datenschutzes. Sicherstellung der Privatsphäre, insbesondere bei der Videoüberwachung, Umgang auch mit technischen Problemen, also was passiert beispielsweise, wenn der Server ausfällt, wenn das Internet unterbrochen ist, wenn die Webcam ausfällt. Meistens wird das so aktuell geregelt an den Hochschulen, dass man, wenn man sozusagen eine verifizierte Unterbrechung hat, dass dann einfach eine Zeitverlängerung gegeben wird. Also natürlich kann ich nicht mein LAN-Kabel ziehen und währenddessen die Prüfung weiter bearbeiten, dann sagen, ja, mir fehlen noch 10 Minuten, die hätte ich noch gern. Aber wenn wirklich die Software-Seite auch von Seiten der Hochschule es eine Überlastung gibt, dann wird es meistens durch eine Zeitverlängerung versucht zu kompensieren. Die erforderliche technische Ausstattung bei den Studierenden, auch das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Da kann ich jetzt meine eigene Universität, die TUM, immer so ein bisschen insofern ausnehmen, die sagt, oder deren Mindset ist immer zu sagen, naja, alle Studenten haben ja einen Laptop. Ich wage das so ein bisschen zu hinterfragen und insbesondere auch in Hochschulen, die vielleicht nicht so einen technischen Schwerpunkt haben. Also es gibt viele Germanisten, die arbeiten nicht mit einem Laptop, sondern auch mit anderen Geräten. Und auch ein Laptop ist bei den heutigen geringen Arbeits-Hardware-Preisen dennoch eine Anschaffung. Und ich denke, also auch wenn dieser Aspekt vielleicht ein bisschen trivial klingt, man darf ihn nicht aus den Augen verlieren, dass es einfach nicht sein kann zu sagen, ihr braucht folgende technischen Systeme, damit ihr überhaupt an der Prüfung stattfinden könnt. Also da sehen wir als Studierenden auch definitiv die Hochschulen in der Pflicht, dann diese technische Ausstattung zu stellen, falls der Student einfach das Gerät nicht selbst besitzt oder auch nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, es zu erwerben. Was auch schwierig ist, ist der Kontakt zwischen Prüflingen und den Prüfenden. Ich denke jetzt an so klassische Dinge wie, es gibt einen Fehler in der Aufgabenstellung. Der Dozent sagt, alle mal kurz hergehört, 2 Minuten Pause. In der Aufgabe 3b ist folgende Variablenwert falsch. Ersetzen Sie den durch den Wert 5, dann geht die Aufgabe auf. Das ist natürlich in einem Hörsaal ganz anders und leichter vermittelbar als bei einem E-Prüfungssystem, wo einfach die direkte Kommunikation so nicht gegeben ist. Und es sind natürlich, das muss man auch sagen, auch durch das Technische eben neue Formen des Unterschleifs möglich. Es gab auch schon Versuche, wo dann Studenten gesagt haben, okay, ich versuche jetzt das Prüfungssystem in einer sogenannten Virtual Box laufen zu lassen. Also ich bin eigentlich in einem Linux-System unterwegs und dort lasse ich dann Windows laufen und dort kann ich vielleicht dann gewisse Einschränkungsmöglichkeiten, wie wir das vorhin bei Proctorio gesehen haben, von dem Chat, von beispielsweise der Taskleiste, das kann ich, oder von den Tasks in einem Browser kann ich dann unterbinden, indem ich mich da so ein bisschen, ich sage jetzt mal vereinfacht, hineinhacke. Und das ist schon was, wo auch die Systeme ja up-to-date bleiben müssen. Und da bin ich einfach in einem anderen Bereich. Ich sag mal, die Methoden des Unterschleifs in Präsenz, von Spickzetteln auf dem Fingernagel bis zu irgendwelchen Hinweisen in Wasserflaschen, die sind eigentlich alle erfunden und ausgedacht. Im digitalen Bereich sind da sicherlich auch neue Methoden denkbar. Mit Hinblick auf die Zeit erlauben Sie mir, dass ich ein bisschen beschleunige, dass wir auch um 35 pünktlich fertig werden. Ich habe ja selbst gesagt, ich bin tätig im Beirat des Kompetenzzentrums für Fernprüfung. Vielleicht dazu auch noch ein paar Sätze. Was ist das überhaupt? Im November 2020 wurden eben vom Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst 2 Kompetenzzentren geschaffen. Eines für die Universitäten und Kunsthochschulen, was beheimatet ist an der Technischen Universität München, sowie ein weiteres Zentrum an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München. Und die Kompetenzzentren haben eben den Auftrag, die Fachabteilung an den Hochschulen, also die Hochschuldidaktik, Technik, Recht, jetzt nicht den einzelnen Dozenten, das können sie auch personaltechnisch gar nicht leisten, aber die einzelnen Fachabteilungen zu beraten und zu schulen, damit die dort im Sinne, sag mal, eines Train-the-Trainers-Modells dann natürlich ihren Dozierenden Hinweise und Tipps bei der Umsetzung von Fernprüfungen geben können. Hier steht es dann auch nochmal, Durchführung von Workshops, aber auch, das ist auch jetzt wieder im juristischen Bereich, Bereitstellung von Handreichungen und Mustervorlagen. Also wie kann beispielsweise eine Datenschutzvereinbarung aussehen, die dann den Studierenden gezeigt wird in der jeweiligen Lernplattform. Und da sind wir auch wieder beim Thema, weswegen wir auch als Bayerische Landesstudierendenvertretung es sehr gut finden, dass wir im Rahmen des Kompetenzzentrums mitwirken können. Es ist immer gut, wenn man einen standardisierten Text auf hohem Niveau hat, der dann an allen Hochschulen verwendet wird, bevor sozusagen jede Hochschule das Gefühl hat, das Rad neu erfinden zu müssen. Das ist sowohl sinnloser Ressourceneinsatz, als auch führt das manchmal dazu, dass Regelungen bei rauskommen, die nicht im Sinne der Studenten sind. Eine zweite Aufgabe, die Kompetenzzentren haben, sind die Vergabe von Fördermitteln. Und zwar in 2 Förderlinien. 2021 wurden 75.000 Euro bereitgestellt und 2022 100.000 Euro. Die wurden jeweils noch gematcht mit einem Eigenanteil der Hochschulen im gleichen Anteil. Das heißt, wenn eine Hochschule einen Antrag für
20.000 Euro gestellt hat, musste sie selbst nochmal 20.000 Euro hinzugeben. Und diese Mittel sind eben da, um einfach ja Projekte zur Fernprüfung anzuschieben und auch diese neuen Möglichkeiten, die wir jetzt rechtlich gut abgesichert haben, in der Praxis zu nutzen. Zum Schluss noch, und dann bin ich wahrscheinlich mit einer Minute Versatz auch auf den Punkt fertig, ein kurzer Ausblick, Quo Vadis Fernprüfung. Das sind jetzt auch durchaus ein bisschen persönliche Thesen von mir, da mag man nicht allem zustimmen. Das erste ist, ich sehe einen zunehmenden Prüfungsmix an den Hochschulen, also eine Mischung aus Präsenzprüfungen, digitalen Prüfungen, Etablierung neuer Prüfungsmethoden, die aber auch durchaus die Abdeckung, die individuellen Bedürfnisse der Studierenden hinsichtlich des Lerntyps und auch der sozialen Lebenslage ermöglichen. Schon gesagt, Personen vielleicht mit Prüfungsangst sind mit einer E-Prüfung besser bedient. Wir haben auch Studierende, die befinden sich in einer Betreuungslage für Angehörigen, können deswegen vielleicht nicht so frei an die Hochschule fahren wie andere. Und damit ist dieser stärkeren Heterogenität der Studenten auch Rechnung getragen, wenn wir eine Heterogenität auf Seiten der Prüfungen haben. Ich glaube, dass sich digitale Prüfungen dauerhaft etablieren werden, aufgrund auch der Komfortvorteile, aber dass sie auch nicht die Präsenzprüfung verdrängen werden. Wir werden weiter, genauso wie wir Präsenzlehre haben, werden auch Präsenzprüfungen haben, weswegen auch diese Regelung mit der Wahlfreiheit aus Sicht der Studenten eben eine sehr zentrale ist. Wir können durch digitale Prüfungen stärker kompetenzorientiert prüfen. Ich habe das schon ausgeführt an beispielsweise Programmieraufgaben in der Informatik. Also da gehen auch einfach neue Dinge, die tatsächlich den Lernstand der Studenten besser erheben, als es die klassische Papierprüfung kann. Und es gibt auch sicherlich noch ungenutzte Potenziale bei der Einbindung internationaler Studierender und der Studierenden im Ausland. Personen, die eben nicht an der Universität sind, kann ich natürlich ganz anders partizipieren lassen, wenn die Prüfung ortsungebunden stattfinden kann. Und das ist dann noch der letzte Satz. Es wird auch spannend sein zu sehen, wie sich das Thema rechtlich weiterentwickelt. Es können rechtliche Klagen anstehen in Bezug auf Datenschutz und Barrierefreiheit. Ein Beispiel, um das zu nennen, die NGO Gesellschaft für Freiheitsrechte, die E-Prüfung oder zumindest datenschutzrechtlich nicht gut umgesetzte E-Prüfung Kritisch Suite, wirbt aktiv für Studenten, die sozusagen, deren sie Prozessbegleitung geben bei einer Klage gegen Fernprüfung an ihrer Hochschule. Also das ist ein Thema, was noch sehr neu ist und was sich damit natürlich auch rechtlich noch weiterentwickeln wird. So, in diesem Sinne sind wir am Ende des Vortrags angelangt und ich würde die Freigabe beenden. Lieber Herr Frank, ganz, ganz vielen Dank. Die Beteiligung war sehr hoch und Sie sehen auch die Emojis. Das ist ein großer Applaus. Oh, es fällt links herab. Ja, das freut mich sehr. Vielen Dank. Sieht sehr gut aus. Ich war so frei, wir haben noch eine Minute, zwei vielleicht. Da sehe ich eine Frage. Ich muss gestehen, ich kann das nicht gut einordnen, aber ich sehe, es geht um Videostream und 360-Grad-Kameras. Wie groß ist, ich formuliere das mal für mich, wenn ich das richtig verstehe, wie groß ist denn die Resonanz bei der Raumüberwachung sozusagen? Studierende möchten sich ja sicherlich ungern da reinschauen lassen und die Studierendenperspektive geht ja nun mal, so weiß ich das, in die Richtung, da schaut mir aber jemand in mein Privatzimmer. Leben, ja, ich muss aufräumen. Also ich kann ja nur sagen, aus bayerischer Sicht ist es ja in der Verordnung explizit verboten, dementsprechend gibt es da jetzt nicht viel negative Praxiserfahrung, weil es ja gar nicht angewendet werden darf, während es kommerziell aber durchaus verfügbar ist. Einfach aus dem Bauch raus oder auch aus den vielen Erfahrungen, die ich gesammelt habe im Gespräch mit Studierenden, glaube ich, gibt es durchaus ein wenig zwei Gruppen. Es gibt Studenten, die sagen, ich möchte überhaupt nicht in meinem Privatleben mit einer Kamera, das geht gar nicht, ich verwende auch kein Zoom, ich verwende nur Big Blue Button und bin einfach sehr, sehr skeptisch und dort würde quasi die Akzeptanz auch keinen Unterschied machen in einer normalen Prüfungsüberwachung versus den Raumscan, weil es an sich sozusagen eine Art No-Go ist. Und es gibt Studenten, die sagen, natürlich darf das datenschutzrechtlich nicht ausufern, aber ich finde es schon, ist ein Komfortgewinn, das finde ich sinnvoll. Und für die ist vielleicht durchaus die Beschränkung auf die normale Videoaufzeichnung das Relevante. Ich muss aus meiner persönlichen Sicht auch sagen, also ich habe gerne an Fernprüfungen teilgenommen. Das Zeigen des kompletten Raumes würde ich als unverhältnismäßig wahrnehmen. Und das ist schon auch ein juristischer Ansatz. Man hätte ja auch sagen können, jetzt steckt bei mir die Mutter im Kleidungsschrank und hält mir die Prüfungszettel zu, womit wir auch ein bisschen bei dem Thema sind, dass die Verordnung zeigt auch, dass man den Studierenden vertraut und nicht nur sagt, ihr seid alle Experten im Unterschleif und deswegen wollen wir jetzt technisch maximal große Geschütze auffahren. Vielleicht für die letzte Minute auch die Anschlussfrage. Es tut mir sehr leid, ich weiß, das bewegt. Man kann Herrn Frank aber im Chat noch erreichen. Stellen Sie dort bitte weiter Fragen oder schreiben Sie Anschlussfrage. Ist der Einsatz von Proctor, Exam und Co. in Bayern rechtlich derzeit überhaupt möglich? Das ist in Klärung. Also um vielleicht kurz den Satz zu sagen aus Sicht der Hochschulen, ja, das Gutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte sagt aktuell, dass die Software Proctorio, die aber ja nur eine von verschiedenen ist, also Proctorio ist ein Anbieter, der unter anderem auch an der Technischen Universität München eingesetzt wird, dass das eigentlich die Bayerische Fernprüfungsverordnung verletzt und nicht erfüllt. Proctorio ist der andere Ansicht und arbeitet meines Wissensstandes auch an einem eigenen Gutachten und damit sind wir wieder beim Thema, das kann dann juristisch durchaus in der Zukunft noch zu klären sein, die Frage.
Dann, Herr Frank, ich würde gerne noch weitermachen. Es braucht eigentlich viel mehr Zeit dafür. Bitte schreiben Sie Herrn Frank. Sie können das auch on demand noch später wieder abrufen hier. Genau. Wir verabschieden uns, danken ganz herzlich. Herr Frank, wir danken Ihnen. Genießen Sie das UFF. Alles Gute und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank für die große Beteiligung und Dankeschön zum Zuhören beim Vortrag. Wiederhören.